Hallo und herzlich willkommen zur Einheit über Source Code Management. Ich habe das Feedback bekommen, dass die Einheiten zu lang sind, dass man an die einzelnen Themen nicht vernünftig drankommt. Deshalb mache ich jetzt mal ein Experiment und zerlege die Einheit in mehrere einzelne Filme. Wir fangen jetzt an mit den Grundbegriffen. Ja, also da sind wir jetzt. Und dann wird es quasi für das Beispiel Git eine ganze Reihe von einzelnen Filmen geben. Dann werde ich einen Workflow am Beispiel von Git und dann eben auch mit GitHub für die Remote-Repositories zeigen, auch wieder in einzelne Filme unterteilt und dann die Integration von Git in Visual Studio zeigen. Soviel jetzt zur Übersicht. Wir fangen jetzt an mit den Grundbegriffen des Source Code Managements. Ganz oft gibt es ja die Frage, Source Code Management, brauche ich das eigentlich, wenn ich nur, was weiß ich, im Rahmen des Studiums ein Grundkurs im Programmieren mache oder so ein paar Hobbyprojekte für mich oder ein bisschen Arduino programmieren. Die Antwort ist eigentlich immer ja. Source Code Management schadet auf gar keinen Fall. Und jetzt schauen wir uns mal die Grundbegriffe an. Vielleicht kann man dann ganz gut erkennen, warum man es eigentlich immer brauchen kann. Also oft hört man ja beim Source Code Management, überhaupt Code Management allgemein, da geht es irgendwie darum, dass man zusammenarbeiten kann. Das ist zum Teil richtig. Das ist da auch sehr hilfreich. Aber schauen wir mal jetzt den Programmierer ja an, wenn er alleine arbeitet. Also der arbeitet hier, ne, sitzt da an seinem Rechner mit mehreren Tools. Das heißt, am Ende wird er irgendwie eine Reihe von Dateien auf der Festplatte haben, irgendwie in Ordner verstreut, sage ich jetzt mal. Und mit denen arbeitet er. Also das ist im Prinzip das, was er erarbeitet. Das Ganze kriegt dann irgendwie eine Klammer. Oft heißt die Projekt, ne, also dass man halt sagt, okay, wir fassen irgendwie Dinge zusammen für einen Kunden oder für eine Vorlesung oder sonst irgendwas. So, und jetzt kommt das Source Code Management ins Spiel. Also das Schöne ist, wir kriegen jetzt dazu einen Vault, also so eine Art Safe. Und da können wir die jetzt reinlegen. Ja, also wir legen quasi eine Kopie von dem, was wir erarbeitet haben, da rein. Und zwar nicht nur eine, sondern immer wieder. Ja, ich habe das jetzt mal hier mit Commit gekennzeichnet. Da sieht man, okay, also er arbeitet hier fröhlich vor sich hin. Und jedes Mal, wenn er was geändert hat oder wenn er irgendwie abends ins Bett geht, dann macht er hier so ein Commit. Und dann sehen wir, haben wir hier ganz viele verschiedene Arbeitsstände. Ja, und die nennen wir am Ende Versionen. Und dann sehen wir, okay, über die Zeit gibt es hier verschiedene Versionen von diesem Projekt, also von dieser Tüte von Quellcode-Dateien oder eben auch Dateien, die sonst so dazugehören, Bilder, Icons und so weiter. Das Spannende ist natürlich der Rückweg. Also nehmen wir mal an, wir haben das allgemein beliebte Problem. Gestern ging mein Quellcode noch. Dann sehen wir, okay, wir haben hier eine ganze Reihe von Versionen, ja, und die können wir jetzt benennen. Also kann man Tags oder sogenannte Labels dranhängen, zum Beispiel nach dem Motto, also das ist die Version, die ich eingereicht habe, oder das ist irgendwie eine Version, die wir zum Kunden geschickt haben, oder das ist unsere 1.0, die bei, was weiß ich, 500 Kunden draußen im Feld installiert ist. So, und jetzt kann man hingehen und sagen, okay, gib mir doch mal zu dem Label oder zu dem Tag genau die Version zurück, das nennen wir Restore, und dann kann ich hier ganz normal mit dieser Version arbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil dann kann ich eben hingehen und kann sagen, okay, ich kann mal was ausprobieren, ohne dass ich Angst haben muss, dass irgendwas nicht geht. Die Version, die ging, die habe ich eingecheckt oder committed, wie es eben hier hieß, und dann kann ich mir die eben auch wiederholen. Ne? Im Prinzip funktioniert es ähnlich wie ein Produktdatenmanagementsystem, was wir vom CAD her kennen. So, jetzt kommt es spannend. Jetzt schauen wir mal, das heißt ja immer, ne, man braucht irgendwie fürs Zusammenarbeiten Code Management. Ja, und da gibt es eben auch Funktionen in den normalen Code Management Systemen, die eben diese Verwaltung von den Projekten in der Hinsicht vereinfachen. Also nehmen wir mal an, wir haben hier ein ganz einfaches Projekt. Hier geht's los. Das ist unsere erste Version. Und jetzt kriegen wir ja im Prinzip eine Kopie hier auf die Festplatte von diesem Ding. Und jetzt wollen wir natürlich an diesem Ding was ändern. Ich habe das jetzt hier für den linken Programmierer in grün gemacht. Das Ganze sieht ja dann so aus. Okay, irgendwann sagt er, ich speichere es wieder ab. Also checkt es ein. Dann sagt er, okay, jetzt haben wir hier eine Version mit diesen grünen Änderungen. Und die weiß, okay, ich bin die Nachfolgeversion von dieser Version. Das Ganze geht natürlich auch mit einem anderen Programmierer, der jetzt hier sitzt. Die Änderung von dem habe ich jetzt mal lila gemacht. Also der hat sich das jetzt auch rausgeholt, hat es geändert und eben entsprechend am Ende das Ergebnis seiner Arbeit hier wieder eingecheckt. Und jetzt kommt was Spannendes. Jetzt müssen wir das ja irgendwie wieder zusammenfügen. Und das nennt man Merge. Die meisten Source Code Management Systeme bieten da
Tools an oder Schnittstellen zu etablierten Tools. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich habe hier eine geänderte Version, die sich auf das hier bezieht. Ich habe hier eine geänderte Version, die sich auf das hier bezieht. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammenpasst, relativ hoch. Die beiden waren relativ einfach, ne? Also es ist klar, da ist einfach eine Datei dazugekommen, die kann ich einfach mit reinkopieren. Und hier wird es dann eben spannend, da kann man eben dann schauen, hier sind so geänderte Quellcode-Zeilen, wie man das zusammenkriegt. In der Regel muss man das dann eben von Hand machen. Aber das System zeigt einem, wo man hingucken muss, was sich geändert hat. Und man kann dann eben da Hand anlegen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das über eine längere Zeit zu machen. Also sprich, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier mehrere Versionen. Ne? Also ich meine, dieses, ich habe was, ich ändere was und will es mal eben irgendwo zwischenspeichern und so, das ergibt sich natürlich auch, wenn man das hier auseinandergenommen hat. Dafür hat sich der Begriff des Branches etabliert, dass man eben sagt, okay, ich mache von diesem Ausgangsprojekt einen Branch, also ich entwickle das hier weiter und er hier entwickelt eben in einem Branch. Zum Beispiel neues Feature wird dazu implementiert. Ja, man muss auf irgendeiner Version aufsetzen und dann baut er die eben entsprechend auseinander. Das Prinzip bleibt aber hier auch das gleiche. Am Ende brauche ich einen Merge, der hier eben diese beiden Branches wieder zusammenführt und dann eben in einer gemeinsamen Version endet. Fassen wir nochmal zusammen, also ganz allgemein, es gibt immer irgendwie ein Arbeitsverzeichnis auf der Festplatte. Das ist auch relativ logisch, weil eigentlich alle Tools, IDEs, Compiler und sonst was, die arbeiten natürlich mit Dateien, die auf der Festplatte rumliegen. Also muss es das irgendwo geben. Dann gibt es so eine Art Filter, nenne ich das jetzt mal. Der kann mehr oder weniger intelligent sein. Der ist bei Git ein bisschen intelligenter und bei Subversion ein bisschen dümmer. Aber im Prinzip geht es ja erstmal die Frage, ich habe hier eine ganze Tüte von Dateien und der Compiler erzeugt irgendwelche Hilfsdateien oder macht irgendwelches Gerümpel auf der Festplatte. Dann stelle ich so die Frage, was möchte ich eigentlich der Versionskontrolle, also sprich dem Source Code Management, unterwerfen? Da gibt es also eine Art Filter. Ja, der sorgt dann dafür, dass nicht jede DLL, die ich irgendwie mal debugmäßig kompiliert habe, auch in meinem Repository landet. Dann gibt es irgendwie so einen lokalen Teil von meinem Source Code Management. Ja, das kann jetzt ein Repository auf der eigenen Workstation sein, wo dann einfach, was weiß ich, die Kopien der letzten ausgecheckten Version drin sind. Oder wie bei Git eben ausgewachsenes eigenes Source Code Management System. Das unterscheidet sich manchmal ein bisschen. Und dann gibt es immer irgendwie remote. Ja, das kann ein dicker Server sein, wie bei Subversion oder Perforce. Ja, oder eben auch so ein Repository wie bei Git. Ja, das heißt, die Systeme unterscheiden sich immer ein bisschen mit ihrer Funktionalität auf den verschiedenen Ebenen, aber grundsätzlich gibt es erstmal hier diese vier Layer, nenne ich es jetzt mal. So, und in der nächsten Einheit schauen wir uns dann an, wie das am Beispiel von Git funktioniert. Das werden wir dieses Semester benutzen und bis dahin verabschiede ich mich.